Das Generationszentrum Kornhasen in Stuttgart-Wangen. Jeden Tag besuchen Lotti und Enrico Giacomini einen Bekannten. Dabei haben sie auch andere Senioren kennengelernt und festgestellt, etwas Abwechslung kann keinem schaden. Hallo Hans, wie geht's? Ja, hallo. Ist gut, dass ihr kommt. Das ist schön. Denen fehlt einfach oft auch die persönliche Zuneigung, die Zärtlichkeit, Lächeln, Sprechen. Sie sollen das Gefühl haben, es ist noch jemand da, wo sich ein bisschen mehr um sie kümmern. Wir wollen nicht nur zu Hause hocken oder nur an uns denken. Es gibt nur Leute, die auch noch was brauchen. Mit ihrer humorvollen und offenen Art bringen die Eheleute Schwung ins Wohnheim. Täglich begleiten sie Senioren ins Kaffeestüble, die sonst alleine bleiben würden. Dann wird gespielt, geredet und gelacht. Jutta Zimmermann hat einen Angehörigen im Haus. Sie weiß, was die Giacominis jeden Tag aufs Neue leisten. Sie begeistern die Menschen, dass sie herauskommen aus ihren Wohnbereichen, aus ihrer Isolation. Und sie sind einfühlsam, haben immer ein offenes Ohr. Das finde ich einfach so toll. Und dass sich auch hier ein Ehepaar so gemeinsam engagiert, das ist eine tolle Leistung. Über 70 sind die Eheleute inzwischen und blicken auf ein erfülltes Leben zurück. Für sie ein Ansporn, anderen etwas zurückzugeben, solange sie können. Bis wir selber im Zitterle heimkommen. Ja. Im Zipperlein, im Rollator. Solange sie uns brauchen. Solange es geht. Ja, okay. Solange es geht. Und solange sie zufrieden sind, sind wir bis Sicherheit erwünscht.